Herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Heute gibt's meine Zubehörteile fürs Motorrad einmal präsentiert. Angefangen bei dem Givi XS 307 Tankrucksack, der mit Hilfe von einem Quicklock-System auf dem Motorrad befestigt wird. Er umfasst 15 Liter und lässt sich mit Hilfe eines Reißverschlusssystems ungefähr auf 18 Liter erweitern. Ist relativ leicht zu handhaben und der Rucksack wird hierbei einfach nach oben geöffnet und der Innenraum erweitert sich dadurch. Um den Rucksack zu montieren, wird er direkt auf die separat erhältliche Quicklock-Platte aufgesteckt. Zur Sicherung kann man ihn noch unterhalb vom Lenker mit einem Clipper festmachen und schon ist der Rucksack fertig für die Fahrt. Um den Rucksack zum Beispiel beim Tanken abzunehmen, kann man ihn entweder neben das Motorrad hängen oder man entfernt ihn komplett. Das geht relativ einfach und mit bisschen Übung braucht man dafür auch nicht viel Zeit. Mit dabei ist noch ein abnehmbares Kartenfach, was sich sehr leicht montieren und demontieren lässt. Alternativ zu Karten kann man natürlich auch sein Handy oder Geldbeutel, Kleinteile, was man eben so mitnimmt, in dem Fach unterbringen. Zusätzlich gibt es natürlich noch eine Möglichkeit, ein Ladekabel für sein Navigationsgerät oder für sein Mobiltelefon anzubringen. Dabei ist zu beachten, dass das Kabel nicht im Hauptfach rauskommt, sondern in der oberen Klappe, sodass man ein ungefähr 60 cm Kabel mindestens braucht, um einen Akku durch den Rucksack hindurch mit seinem Handy zu verbinden. Der Tankrucksack selber beinhaltet zwei Außenfächer, oben ein durchsichtiges Deckfach und innen drin kann mit Hilfe von einem festgenähten Beutel der Inhalt des Tankrucksacks, zum Beispiel wenn ihr Klamotten transportiert, nochmal zusammengequetscht werden, damit ihr ein bisschen mehr Zeug reinbekommt, ist eigentlich eine ganz gute Lösung. Für einen Tagesausflug ist das Volumen völlig ausreichend. Es befindet sich ein Regencape drin, das ist schon mit dabei. Ich habe immer noch einen Handyakku dabei, Putzzeug, meistens ein zweites Paar Handschuhe, eine Trinkflasche oder eine kleine Süßigkeit, irgendwie sowas. Hat man also genügend Platz dabei. Der mitgelieferte Regenschutz ist am besten immer mitzuführen. Er bietet auch nachts zum Beispiel eine gute Sichtbarkeit aufgrund seiner neongelben Leuchtfarbe. Ist vielleicht nicht das schönste Augenmerk, aber ist auf jeden Fall sehr praktisch. Für die Sozius-Bank habe ich auch noch eine kleine Tasche von Cubeck. Die umfasst zwar nicht so viel Liter wie der große natürlich, ist aber für Kleinzeugs oder als Alternative zu dem großen Rucksack sehr gut geeignet. Sie wird mit einer Bodentextilplatte, die auf der Rückbank mit zwei Gurten festgeschnallt wird, gehalten. Selber nur durch einen Reißverschluss, der einmal ringsherum geht. Innen drin hat die Cubeck-Tasche ein großes Fach mit einem Querstreben-Halterung und einem Netzteil. Innen in der Rückwand ist sehr praktisch, wie gesagt, Handschuhe, ähnliches Zeugs oder in meinem Fall zum Beispiel Tonaufnahmegeräte für den Auspuff. Die mache ich ja immer drin fest. Gehalten wird die ganze Tasche selber nur durch einen Reißverschluss. Das hält aber alles aus. Autobahn und sowas ist da sicher davor. Dann habe ich noch für meinen Tacho eine matte Folie gekauft. Die hat auch nur 4 Euro gekostet. Sehr zu empfehlen. Entfernt Spiegelung und schützt auch den Tacho vor Kratzern. Der zerkratzt nämlich ziemlich schnell. Das ist natürlich nicht so geil. Dann habe ich noch eine Ständerfußerweiterung angebracht, die im weichen oder kiesigen Untergrund auf jeden Fall eine gute und sinnvolle Investition ist. Einzig ist zu beachten, alleine ist es etwas schwierig, die zu montieren. Am besten geht es zu zweit oder wenn man es schafft, sein Motorrad irgendwo anzulehnen. Dann habe ich noch, da ich auch mal gern ein bisschen durch barziges Gelände natürlich fahre oder auch bei Regen unterwegs bin, eine Windschutzplatte gekauft. Von MRA ist die in meinem Fall, ist relativ groß, ich glaube sogar eines der größeren Modelle. Sie bietet einen Windschutz und vorne hinter dem Schlüssel hat man einen kleinen Stauraum an meiner MT07, wo man auch mal Handschuhe oder ähnliches ablegen kann. Optisch ist es natürlich jedem seine Sache, ob einem das gefällt. Ich finde sie eigentlich ganz schick, gerade auch weil sie nicht durchsichtig ist, sondern komplett schwarz ist. Und man hat auch während Autobahnfahrten eine Windhöhle, also sie bringt auch wirklich praktisch was gegen den Fahrtwind, das ist bei kleineren Scheiben nicht so der Fall. Dann habe ich noch von SV Motig die Handguards, also die Hebelschoner.
Die sind eigentlich ganz gut, um seine Händeeinsatz vor Wind und vor Dreck zu schützen und natürlich auch, wenn das Motorrad umfällt, bieten sie einen Schutz, dass die Hebel nicht abbrechen. Die gibt es mit einer kleinen Höhenerweiterung, die die Handguards nochmal um ungefähr 3 bis 4 cm in der Höhe erweitern. Dann habe ich noch von MTP Racing die Hebel, die in der Breite und in der Tiefe Brems- und Kupplungshebel verstellbar sind. Sie lassen sich auch nach oben abknicken, das heißt, wenn das Motorrad euch mal umfallen sollte, dann knickt der Hebel einfach weg und ihr braucht ja nicht jedes Mal einen neuen zu kaufen. Die Hebel lassen sich individuell farblich gestalten, das heißt, man kann jedes Verlängerungsteil in verschiedenen Farben sich selber aussuchen und das macht sie eigentlich zu einem sehr schicken Extra. Habt ihr noch Fragen zu einem der Zubehörteile, dann schreibt es einfach in die Kommentare und ich werde darauf eingehen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen bei einer Kaufentscheidung weiterhelfen und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video.